Hallo, meine Tischkante geht flöten. Es geht wieder gut los. Ich sehe ein bisschen müde aus oder verpennt oder keine Ahnung, weil ich gerade Mittagsschlaf gemacht habe. Heute ist nämlich Mittwoch und ich habe frei. Und guckt mal, was der Postbote mir gebracht hat. Das ist ein Beauty Bay Paket. Das sind meine Black Friday, Cyber Week, Monday, Gedöns. Hat super geklappt. Bestellung. Cyber Week, Black Friday, Cyber Monday, Gedöns. Habe ich mir noch super schnappermäßige Schuhe fürs Gym bestellt von Adidas, die Powerlift 3 in rosa. Anstatt für 110 für 45 Euro. Das war auch richtig geil, weil die hatten 30% auf Sale. Richtig geil. Und hier sind nun meine Beauty-Schätze. So sieht das dann aus. Beauty Bay. Da könnt ihr zollfrei bestellen, weil das kommt aus England. Und ab einer bestimmten Summe ist das auch versandkostenfrei gewesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt special war oder... Guckt mal, die süßen Herzen. Ob das jetzt special war wegen Cyber Week oder ob das immer so ist, keine Ahnung. Ich habe mir unter anderem, ich habe mir gedacht, ich probiere jetzt mal Marken aus, die ich nicht kenne. Und da habe ich mir diese Violet Voss Palette bestellt. Die hat 21 Euro gekostet. Und das war, glaube ich, 30% im Sale. Ich weiß es gar nicht. Für die Juvia's Place Mini Masquerade habe ich nur die Hälfte bezahlt, 17,63. Und ich kriege die Verpackung nicht auf. Ich habe die schon kaputt gerissen. Super. Ich bin und bleibe Profi. Ich muss mich auch ein bisschen an meine neue Fingernagellänge gewöhnen. Wie ihr seht, sind die deutlich kürzer als sonst. Aber ich wollte mal wieder kurze Fingernägel haben. Weil mit dem Umzug und so, man ist dann doch nicht ein bisschen gehandicapt. Die Verpackung sieht genauso aus wie der Karton. Das finde ich sehr schön. Auch dieses Rainbow-Design. Und hier sind die Farben. Das sind alles schimmernde Farben. Ich swatch mal. Hier oben fange ich an. Das sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Sehr geile Pigmentierung. Die sind recht fest gepresst. Und die haben auf jeden Fall ordentlich Kavums. Ich habe hier Tüchlein gefunden beim Aufräumen. Mal gucken, ob die noch was können. Ja, die können noch was. Hier, Make-up Remover Pads von Essence. 100 Millionen Jahre alt. Aber worken noch. Sehr schön. Genau. Und ich sehe auch immer andere YouTuber und die haben teilweise, also die meisten haben eigentlich auch kurze Fingernägel. Und irgendwie finde ich das, wenn man swatcht, sieht es auch irgendwie schöner aus. Dann gehen wir weiter. Fiji, Royal, ist gleich ein Katzenhaar drauf. Indigo, Violet. Oh, die können auf jeden Fall was. Wow. Also das, finde ich, ist auf jeden Fall Rainbow und scheinbar auch eine sehr geile Quali tatsächlich. Und ich habe etwas für mich entdeckt, was ich nie gedacht hätte. Und zwar, jetzt gehen wir noch an Pearl und Eclipse. Ich trage gerne Lidschatten mit dem Finger so auf. Irgendwie habe ich das für mich entdeckt. Wo sind sie? Da sind sie. Pearl und Eclipse und die Rainbows dazu. Wow. Boah, das ist Feuer. Die haben richtig Feuer. Richtig geil. Also ich bin sehr zufrieden mit dieser Palette vom ersten Eindruck. Auch ein schöner Spiegel dabei. Die Schutzfolie, ja, die lassen wir erstmal drauf, falls die ein bisschen stauben. Ja, ich gucke mich mal eben an. Ja,
Messy at its perfect. Aber diese Violet Voss, The Rainbow Eyeshadow Palette, finde ich schon mal sehr schön. Ich möchte mir die gar nicht abmachen, weil die sind so schön. So schön. Kann man das ein bisschen sehen? Kann die Kamera das ein bisschen einfangen? Gerade dieser Türkiston hier, der gefällt mir unfassbar gut. Der hat nämlich so einen türkis-grün-blauen Shift, also abgefahren. Katzen? Ich habe die Katzen da alleine gelassen. Ich hoffe, die randalieren da jetzt nicht allzu doll. So, dann machen wir die einmal wieder ab. Das ist so, sind so Reisetüchlein. Ich habe mir die auch so hell Glitzer machen lassen. Dadurch siehst du natürlich alles, was ich unter dem Fingernagel habe. Das ist natürlich so ein bisschen ungeil, aber... Naja, so, weiter geht's. Oh ja, ich glaube, das ist so ein Kandidat, wo ich die Umverpackung tatsächlich behalten werde. Die ist sehr cool. Von Lunatic Cosmetic Labs ist das die Zombie Defense Eyeshadow Palette. Und das Heiße an diesen Teilen finde ich persönlich, wenn ich es dann rauskriege, ist, dass die in Form eines Sargs kommt. Sehr geil. Und die hat gekostet 18,02 €. Da sind 5 Lidschatten drin. Und alleine, wie die aussieht, die Palette, das schreit nach mir, als ich so Anfang 20 war oder auch so. Ich hatte so 4 Gothic-Jahre von 14 bis 18. Und dann nochmal so ein bisschen mit Anfang 20. Und diese Palette, die ist einfach... Guckt euch mal das Design an. Es ist richtig stabile Cardboard. Wie heißt das nochmal auf Deutsch? Kartonverpackung. Und der Spiegel in Form einer Fledermaus. Und dann eben diese 5 Lidschatten. Da sind 2 matt. Na, ist da nur einer matt? Ich guck mal. Brains, Gain Green, Redrum Red, Aber Zombie and Ditch. Aber Zombie and Ditch. Und The End is Near, da nehme ich mal meinen Daumen. Die sind relativ trocken von der Konsistenz her. So, hier haben wir so ein Schwarz mit Glitzer. Das erinnert mich sehr an das Schwarz aus der einen Venus-Palette. Ah, der Fliederfarben ist ein bisschen schwach. Aber den kann man auf jeden Fall aufbauen. Der ist so seidig matt, leichter Schimmer, Metallic, matt und Glitzer. Ist natürlich nicht zu vergleichen mit der Violet Voss vom Bums her. Aber ist ja auch von der Intention... Zombie-Abwehrpaletten-mäßig. Also ich sag mal so, das ist so, das hat mich einfach, das Design hat mich gecatcht. Und von den Farben war das die einzige, wo ich gesagt habe, ach doch, das könnte ich eigentlich mal machen. Und, aber, na, ihr Krieger, was habt ihr erlegt? Aber ich sag mal so, es ist eher eine Spielerei als wirklich ein Must-Have, würde ich tatsächlich sagen. Ich gucke jetzt einmal nach dem Schwarzton, das ist aus der Venus 2, genau, dieser hier, der erinnert mich sehr daran. Ich swatch den mal daneben. Also, der ist deutlich schwächer auf der Brust. Jetzt drehen sie völlig durch. Kann ich euch weiterhelfen, ihr zwei? Es ist noch nicht Essenszeit und ihr habt nicht durchzudrehen jetzt, bitte. Wenn ich hier ein Video drehe und versuche, High-Class-Content zu produzieren. Wirklich. Wir müssen alle aus dieser kleinen Wohnung raus. Man merkt es schon. So, also im Vergleich, das ist der aus der Lime Crime und das ist der aus der Lunatic Cosmetic Labs. Ja, der hat schon mehr Tiefe. Aber das sind halt auch alles so,
so ein bisschen Nichtfarben, außer der blaue, der sticht da ein bisschen raus. Aber die drei sind halt eher so rauchig, so ein bisschen, ja, spezieller vom Ton. Und die kommen aus Milwaukee. Finde ich auch sehr cool. Also, ein neues Schätzchen. Sehr schön. Und dann kommen wir als letztes zur Jovia's Place Mini Masquerade Palette. Hier ist auch sehr schön viel Verpackungsmaterial drin. Also ist sehr gut verpackt von Beauty Bay. Ich hatte da noch nie Probleme. Da kam noch nie was kaputt an. Also bin ich sehr zufrieden mit. Und ich muss sagen, dass ihr wisst schon, was ich sagen möchte. Ich muss sagen, dass der Versand auch recht schnell geht und ich echt zufrieden bin mit Beauty Bay. Also wenn es da Sachen gibt, die euch da interessieren, da kann man wirklich ohne Probleme bestellen. Ich bezahle da immer per PayPal und das geht auch immer ohne Probleme. Aber jetzt ist auch erstmal genug mit Sachen bestellen und so, weil ich ja alles für meine Couch und für meinen Kleiderschrank sparen möchte oder für uns. Deswegen, aber hier dieses Schätzchen durfte noch mit, die Mini Masquerade Palette. Und die sieht sehr, sehr schön aus. Auch so ein Schutz. Die haben keinen Spiegel bei Jovia's Place. Aber das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Sehr schön. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5 matte. Und der Rest ist schimmernd oder metallisch. Wir fangen an oben. Chi, Mali, Dahlia, Sola. Boah, ich mag ja Jovia's Place sehr, sehr gerne. Also ich finde, die machen halt qualitativ echt schöne Sachen. Und ich weiß, dass die Marke, glaube ich, von Afroamerikanern für Afroamerikaner gedacht war, weil das halt sehr intensive Farben sind. Aber ich finde, also die performen bei mir auch super. Ich habe ja die Solo-Palette, die ich auch sehr geil finde und sehr abfeiere. Ich zeige euch mal die Solo im Vergleich. Die Solo ist ja 9 Pan und diese hier hat 16. Also die ist von den Fännchen her. Ups. Also die großen Pans, das ist die Solo und die kleine ist die Mini Masquerade. Ich finde, man braucht nicht so große Pans eigentlich. Also man kann mit der halt, hat man ähnlichen Preis für mehr Farben, aber ich finde diese halt schon so extrem geil. Und auch die Farbkombination ist sehr schön in den Paletten. Bin ein Jovia's Place Fan geworden. Makeda, Sobo, Calabar und Bori oder Bori. Die müssen jetzt natürlich auf meinem schwarz tätowierten Arm performen. Das ist ein bisschen unfair. Aber außer den matten Ton performen die alle sehr gut. Der Matte kriegt nochmal eine Chance auf nicht so dunkel tätowierter Haut. Das ist schon auch ein sehr schöner Pinkton. Der kommt nur auf dem Schwarz jetzt hier nicht ganz so gut rüber. Aber das ist schon eine geile Range. Also das kann man nicht anders sagen. Also die Matten sind von der Textur natürlich deutlich trockener als die schimmrigen. Aber trotzdem alle sehr schön. Jetzt kommt, oben haben wir ja mehr so, also oben haben wir ja mehr so die bunten und unten sind mehr so die Naturtöne. Da kommt Giza, Burkina, Kairo und Ada. Bin ganz verliebt. Ja, die Matten, wie gesagt, performen nicht ganz so gut. Aber ist vielleicht auch schön, wenn man ein bisschen was Weicheres hat. Ich habe die jetzt ein bisschen ineinander geswatcht. Mein Freund kommt nach Hause.
Aber die sind trotzdem wunderschön. Gefallen mir sehr, sehr gut. Hey, hat das geklappt? Alles gut. Hast du oben nochmal geguckt? Das ist lieb von dir. Die Nachbarn haben nämlich oben noch was, ein Paket angenommen. Und da ist was für die neue Wohnung drin. So, dann haben wir die letzte Reihe. Das ist Dahia, Zulu, Casablanca und Fulani. Das sind halt wie gesagt so Braun- und Goldtöne. Also matt, wie gesagt, da muss man, ich muss halt gucken, wie die auf dem Auge performen. Aber weich sind, sie sind nicht irgendwie staubig oder so, kein mega Fallout. Aber ihr habt halt diese warme Braunton-Range und diese Rainbow-Colors da drin. Und ich finde einfach, es ist eine sehr, wie sagt man, sehr hohe Bandbreite an Looks, die man machen kann. Alle relativ warm tatsächlich, aber eben auch was sehr Buntes ist machbar mit dieser Palette. Und ich bin mega happy, dass ich mir die ausgesucht habe. Es gab auch noch andere Paletten. Klar, die Juvia's Place Paletten sonst noch. Ich glaube, ich würde, wenn ich mir noch eine bestellen würde, eher auf die mit den Meerfännchen gehen, weil man da einfach dann eine höhere Range hat an Farben. Warst du schon oben? Du bist ja schlau. Anstatt hoch zu rennen, wie ich, Depp, kann man ja einfach... Hey, ich bin willst eben du ins Video? Achso, nö. Also, die Nachbarn aus dem dritten Stock haben was für mich angenommen. Und da steht aber nur ein Name dran bei denen. Und ich war mir nicht mehr sicher, ob der Typi, der so mit Nachnamen heißt, wie das auf dem Zettel stand, ob der auch da bei der wohnt. Da bin ich hoch im dritten, wieder runter und wieder hoch im dritten. Aber wenn man schlau ist, kann man natürlich einfach unten klingeln. Wir wohnen ja im Hochparterre. Und dann gucken, ob die aufmachen. Ich musste 30 Jahre alt werden, um diesen Trick zu lernen. Wir haben jetzt wieder ein Haus mit 10 Parteien, wo wir hinziehen. Da werde ich das auch machen. Da wohnen wir auch wieder Hochparterre. Was noch einziehen dürfte, ich war bei DM unterwegs, sind die zwei Highlighter aus der Trend It Up Edition. Moon Glow Highlighter. Hier haben wir einmal die 10, da habe ich schon reingeswatcht. So sieht der aus, der hat so kleine, wie der Mond auch, so kleine Pöppelchen in Gold und Bronze. Und je nachdem, wie viel man von diesen kleinen Pöppelchen erwischt, ändert sich so ein bisschen die Farbe. Bei dem gar nicht ganz so doll, bei dem helleren. Das ist so ein schöner, goldiger Ton. Und bei dem 20er, bei dem dunkleren, ist es stärker, weil die Bubbles sind braun und blau. Braun und blau. Rot und blau. Ich gehe jetzt mal in die Mitte. Und ihr seht, der ist so von Base kühler, eher Champagnerfarben. Wenn man jetzt aber diese roten mehr erwischt, oder... Die sind auch, jeder ist auch anders gepresst. Das heißt, ihr könnt auch einen erwischen, wo weniger Rot drin ist, mehr Rot. Also das Blau ist gar nicht so krass anders, aber ihr seht hier, das Rote, das ist, wenn man in diesen roten Bereich mehr reingeht. Also man kann das theoretisch auch als Lidschatten, denke ich mal, sehr schön zweckentfremden. Und hat dann nicht nur einen Highlighter, sondern auch mehrere Lidschattenfarben. Wo sind denn jetzt meine... Da sind meine Tüchlein. Meine Make-up-Wipes. Sehr gut, dass ich die noch gefunden habe. Ich dachte, die wären eingetrocknet, wollte die wegschmeißen. Gut, dass ich hier nochmal ausprobiert habe. Ja, die durften einziehen. Und einer aus der neuen, habe ich den jetzt schon hier hin gekramst. Ein neuer Lidschattenpinsel durfte noch einziehen aus der aktuellen Ebeline LE. Der ist hier so schwarz und wird dann hier so Rosé-Gold. Und das ist so ein etwas fester gebundener Lidschattenpinsel, Präzisionspinsel nennen sie den, aber für mich ist es ein Lidschattenpinsel, weil man damit hier so in die Crease gehen kann oder auch was auftupfen kann, weil der halt recht fest gebunden ist. Wenn ich gewusst hätte, wie fest der ist, hätte ich ihn wahrscheinlich nicht mitgenommen. Aber ich mag die Ebeline Pinsel einfach sehr gerne. Meine liebsten sind ja diese hier.
aus dem Standardsortiment. Und damit kann man wunderbar in die Lidfalte gehen und da schön Sachen verblenden. Aber ja, trotzdem freue ich mich, dass er hier ist und hoffe, dass ich lange Spaß damit haben werde. Ich werde jetzt einmal, ich sortiere ja gerne um, wenn ihr dabei seid. Ich weiß nicht warum, ich fange immer an, meine Schubladen Sachen zu sortieren, wenn ihr da seid. Und werde mich jetzt noch ein bisschen meines freien Abends, abends ist es 18 Uhr, meines freien Abends erfreuen und hoffe, dieses kleine Video hat euch erfreut und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Alles Liebe, 1000 Küsse, wir sehen uns. Tschüss!